Ja, könnten Sie mir zunächst von Ihrer allerersten Begegnung mit dem Universum Johann Sebastian Bach berichten? Schon eine schwierige Frage. Was ist eigentlich Bach? Muss man ihn angehen als ein Monument? Natürlich, wie alle Geiger, musste ich Bach bei allen Probespielen zu allen internationalen Wettbewerben in meiner Jugend spielen. Es sind so viele Gelegenheiten gewesen, wo ich mit Bach auf der Bühne mich befand und auch im Studio. Zum ersten Mal nahm ich die drei Partiten auf im Jahr 75. Ich studierte damals noch in Moskau und dachte, damit ist es erledigt, weil ich eigentlich es nicht angestrebt habe, Werke mehrmals aufzunehmen. Es gibt so wichtige Werke, zu denen man immer zurückkommt, weil das die Quelle der Musik ist. Und so, glaube ich, reifte langsam in mir der Wunsch, auch nochmals zurück zu Bach zu kommen, weil ich kann es nicht logisch begründen. Ich versuche jetzt gar nicht, etwas Wichtiges zu sagen. Ich kann nur sagen, irgendwo entstand das Bedürfnis, diese Musik wieder zu spielen. Ich glaube, das stimmt gewesen. Ja, wenn Sie so lieb sind, mir noch aus meinem Geigenkasten das Kolophonium zu bringen. Dankeschön. Nur noch eine Sache. Thank you.
Danke. Schön. Ja. Ich habe mir oft diese Frage gestellt im Vorfeld. Ist das, was ich heutzutage mache, so anders, dass es sich lohnt, nochmals aufgenommen zu werden? Weil eigentlich habe ich ja das Kapitel Bach, die 6 Sonatenpartiten, vor 20 Jahren absolviert und es war eine anständige Leistung, zu der ich wahrscheinlich auch noch zum Teil heute stehen würde. Ich höre mir meine Aufnahmen kaum an, aber im Vorfeld habe ich mir ein paar Sätze so stichweise etwas angehört und muss sagen, ich war nicht enttäuscht. Aber wie das heute ist, ich nehme an, es ist anders. Ich empfinde das zu schnell, das Preludium. Das ist zu hektisch. Vielleicht. Und zwar, ich weiß nicht, wie Sie den Raum empfinden, ob Sie den überhaupt wahrnehmen. Aber um ein bisschen zu spielen mit den Effekten, mit Forte Piano, braucht man mehr Zeit. Braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Das ist möglich. Ich erinnere mich sehr gut an einen Zwischenfall, wo ich, wie alt war ich damals? Wahrscheinlich etwa 14, 13, vielleicht auch nur 12, wie ich eine Prüfung bestehen musste und zwei Sätze aus der Hamoll-Partita spielte. Und obwohl ich in meiner Schule, in der Emil-Dasin-Schule in Riga, in Lettland, mehr oder weniger zu den Begabungen zählte und ich musste eine Prüfung bestehen. Ich spielte die zwei Sätze und die Kommission, wie sagt man, Kommission, die Jury. Jury, die Professoren oder die Pädagogen fanden, dass ich den Bach-Stil irgendwie in dem Bourrée verfehle, dass ich es irgendwie zu temperamentvoll oder zu frei oder irgend sowas. Also kurz und gut, ich bekam eine Note tiefer, als ich es sonst bekommen würde. Mit David Oistrakh erlebt, weil bevor ich ins Konservatorium kam, war Oistrakh sehr skeptisch über meine Begabung. Weil das, was ich damals konnte oder ihm zeigte, war ihm auf eine gewisse Art suspekt. Aber vielleicht hat er diesen Drang damals empfunden in mir oder gespürt und dann hat er ihn geführt. Und ziemlich bald wurde es uns beiden klar, dass ich überhaupt nicht alles auf den Kopf stellen wollte. Ich wusste nur nicht, wie man bestimmte Dinge macht. Thank you.
Ich habe gerade vor 2 Tagen einen Filmbericht über Isaac Stern gesehen. Und da kam auch in seinem Interview, wo er befragt wurde zu jungen Begabungen, ein wundervoller Satz vor. Ich versuche ihn jetzt zu wiederholen, obwohl jede Wiederholung auch eine Interpretation ist. Aber er sagte, ihn interessieren die jungen Begabungen vor allem, aber nicht die, die kommen und sagen, schau, was ich alles kann, hier bin ich, ja? Sondern bei denen, die Begabungen, bei denen er spürt, auch wenn sie etwas tun, was ihm gar nicht gefällt oder was ihn befremdet, aber die Begabungen, bei denen er spürt, dass sie eine Notwendigkeit, eine Aussage spüren. Gidon Kremer ist ein Phänomen, als Musiker und als Mensch. Er wohnt in Moskau, aber nicht wie ein gefeierter Künstler. Er gastiert in der ganzen Welt, als sei er ein Star aus dem Westen. Kremer ist in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, künstlerisch wie kulturpolitisch. Mit einem etwas gefährlichen Ausspruch nannte Karajan ihn den besten Geiger der Welt von heute. Jedenfalls gibt es keinen zweiten Geiger, der so viel charaktervolle Faszination ausübt wie Gidon Kremer. Auf seinen Reisen begleitet ihn seit kurzem seine junge Frau, eine Pianistin. Selten kann Kremer noch zu Hause in den engen Wänden seiner Moskauer Wohnung sein. Die ganze Welt ruft ihn. Seine Konzerte gelten als Sensationen. Kremer aber scheut alles Sensationelle. Er ist ein fanatischer Wahrheitssucher im Leben, im Denken, im Musikmachen. Wenn man Musik macht, ist es nicht nur, um zu zeigen, wie toll spiele ich, sondern es geht darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was wichtiger ist als der Spielende und vielleicht sogar wichtiger als der Zuhörer. Wenn wir jetzt an solche Dinge wie Interpretation denken, so ist für mich auch ein Maßstab gewesen, immer wie Glenn Gould sich mit Bach auseinandergesetzt hat. Nicht, weil ich viele sind Bewunderer von Glenn Gould gewesen und ich gehörte sicher auch zu denen und ich hatte sogar das Glück, mit ihm mal eine Begegnung zu erleben. Aber ich denke jetzt an die Vielfältigkeit der Sicht zu Bach. Glenn Gould ist eine, aber auch Glenn Gould zeigt in einem seiner Musikfilme, wie ein Thema einer Fuge oder eines Preludio, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie das in ganz verschiedenen Tempis gespielt werden kann, aber immer noch den Sinn behält. Und so bin ich auch auf der Suche nach dem, was ist das bessere Tempo, was ist das richtigere Tempo. Gibt es da eine Antwort? Ich glaube nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, Bach zu sehen, Bach zu empfinden, Bach zu spielen. Und die meine ist nur eine der tausenden von Möglichkeiten. Thank you.
Die Partita besteht aus 8 Sätzen, eigentlich aus 4 Sätzen, und jeder Satz, Allemande, Courante, Sarabande und Bourrée, jeder hat noch einen Anhang, ein Double. Dieses Double ist wahrscheinlich doch gemeint als eine Variation zu dem gerade aufgeführten Satz, also Allemande, Double, Courante, Double und so weiter. Es ist nicht ein Satz für sich, er ist irgendwie, hat eine Relation zu dem vorher Erklungenen. Es geht auch darum, eine Temporelation zu finden. Aus irgendeinem Grund wird die Allemande meistens sehr langsam gespielt. Es gibt eine Auffassung, und vielleicht ist die auch richtig und meine Betrachtung total daneben, aber es gibt eine Auffassung, dass die Allemande in einem Achtelpuls gezählt, gehört, gespielt werden sollte. Das bringt aber uns in die Unmöglichkeit, das Double in demselben Tempo zu spielen. Es gibt Musikwissenschaftler, die finden, Allemande müsste in Achtel empfunden werden, und in diesem Fall, obwohl sie in einem Viervierteltakt komponiert ist und das Double auch in einem Viervierteltakt komponiert, aber müsste in Viertel empfunden werden. Ein Schlag in der Allemande, eine Viertelnote in Allemande, ist im Double ein halber Takt, also eine halbe Note. Und dann scheint die Welt in Ordnung zu sein. Aber was wir eben versucht haben, wenn man die Viertelnote in der Allemande nimmt und im selben Tempo das Double spielt, was eigentlich der Fall sein sollte, ohne zu beachten, dass das alle Breve dort steht, dann klingt das Double sehr langsam. Man kann kaum sagen, dass es Sechzehntel sind. Es sind eher Achtelnoten. Aber es ist immer noch schöne Musik. Und insofern glaube ich, diese Musik hat seine Bedeutung in jedem Tempo. Was ist authentisch? Vor allem ist authentisch das wahr Empfundene. Natürlich kommt das Wissen dazu, aber über Empfindung denken im Grunde genommen viele Authentiker gar nicht. Und dann ist mir schon lieber jemand, der nicht authentisch, sagen wir mal, spielt nach den Regeln, aber trotzdem ein authentisches Gefühl vermittelt.
Bei Zeiten habe ich mich fürchterlich verspielt und ich konnte dort sogar keinen Ausweg finden. Ich weiß gar nicht. Für mich zerfällt dieses Menuett im zweiten Teil ein bisschen vom... Danke vielmals. Wenn die Tempi zu unterschiedlich sind, also innerhalb des... Sollten vor nicht. Allem hier in dem Teil... Sollten nicht. Würde ich, fürchte ich so ein bisschen für die Form. Ja. Das finde ich sehr schön. Also diesen Dialog, den Sie da machen zwischen dem Leier, das ist ja eine Leier eigentlich, nicht? Das ist sehr, sehr schön. Wenn man nur in das Manuskript schaut, man kann so viel entdecken. Es ist ja ein wunderschönes Bild auch noch, diese Handschrift. Man kann sich endlos, man kann es nur endlos bewundern, wie viel Kraft und wie viel Glauben und wie viel Harmonie jemand in sich getragen hat, der sowas zu Papier gebracht hat. Mischen sich die Töne nicht zu sehr? Ja. Ich meine, ist es nicht ein Klangbrei einfach, nein? Also wir sollten nicht jetzt des Raumes wegen, also Ja, ich weiß es eben nicht, wo der Raum auf mich wirkt und wo ich vom Raum getragen werde. Ja? Also ich meine, wo der Raum mich bremst und wo der Raum mir hilft. Ich bin noch nicht so weit, das zu verstehen. Was ich rein akustisch nicht berücksichtigt habe und woran ich nicht gedacht habe, das erstens, das wissen wir alle, dass ein voller Raum, wie es meistens ist mit Publikum, eine andere Akustik hat. Mhm. Und das andere Problem ist, dass im Sommer, wenn die Festspiele laufen, hier eine Bühne gebaut ist und sogar hier Sitze gebaut sind für das Publikum, das ist alles Holz. Auch wenn das einfache Bretter sind, aber die dämpfen diesen Stein. Und es entsteht nicht der Eindruck dieser Überakustik, der jetzt hier ist, weil der Raum leer ist. Es war ein Wunsch, Bach aufzunehmen. Dann wurde dieser Wunsch erweitert in den Gedanken, wo man das machen kann. Und ich habe beschlossen, ich beginne damit in Lockenhaus, in einem Ort, wo ich mich eigentlich wohlfühle, wo es den Pfarrer Josef gibt, wo ich mich auch auf eine Art in meinem, sagen wir mal, Zigeunerleben zu Hause fühle. Wo so viel schöne Musik in den 20 Jahren des Kammermusikfestes Lockenhaus in dieser Kirche entstanden ist, dass man in die Kirche schon kam und die Atmosphäre dieser Kirche vermittelt einem so viel, also sie baut einen auf. Musik.
habe damals gerade die Sowjetunion verlassen. Ich wollte Musik machen, ich wollte um mich herum Leute haben, die mir lieb sind. Und der Pfarrer Josef war einer der Ersten. Er hat es auch ermöglicht, dass ich hier in Lockenhaus ein Konzert gespielt habe, vor einem Auftritt in Wien. Ich war so begeistert von dem Ort, von dem Empfang. Wir kamen so langsam ins Gespräch, aber wir sprachen nicht von irgendwelchen Festspielen. Wir wurden Freunde und dann erinnere ich mich an den Sommer, wo ich ihm einfach eine Postkarte schickte aus Finnland, wo ich gerade auch von Festspielen beeindruckt war, die auch fern entlegen der Großstadt stattfanden. Und ich schrieb ihm, wir sollten ja auch Festspiele machen. Von vornherein, ich kann hierher nur gute Leute laden. Ja. Und da kam bald am Beginn dieser Lockenhaus-Konzerte Gidon Grämer nach Lockenhaus. Er war damals auf dem Weg nach Wien für ein Konzert mit Grindenko, mit zwei Geigen, ein Konzert also. Und wollte das Ganze irgendwo vorher ausprobieren. Er dachte irgendwo in Pressburg, also hinterm Vorhang. Und da war eine Dame in Wien, die mich kannte und die wusste meine Absichten. Und die hat dann gesagt: ah, ich weiß, wo wir hingehen, wir gehen nach Lockenhaus. Ich war eigentlich zuallererst hinter Rostropowitsch her. Denn der spielte im Konzerthaus damals alle 6 Bach-Suiten. Und das war für mich eine Offenbarung. Und dann dachte ich mir, den will ich runterlocken. Ich dachte in die Kirche damals zuerst, ja. Und die gleiche Dame, die den Herrn Rostropowitsch, die damals die russischen Künstler betreute, vor allem in der Plattenindustrie, die hat mir eben gesagt, wenn mein Rostropowitsch raus durfte, versuchte ich den Konzert, dann war er gesperrt, jahrelang wieder. Und dann kam eben Grämer und sagte, da ist der Grämer, eben vielleicht versuchen wir den. Und so, ja, eigentlich über diese Frau Kormuth heißt die Dame, kam ich dann eben zum Grämer-Konzert und dann haben wir gefragt und so kam es eben dann zur ersten Begegnung, schon vor dem ersten Konzert in Wien und eben dann in Lockenhaus beim ersten Konzert am 2. April 76. Tagen ein sehr erfülltes Leben geführt, in dem ich versucht habe, zu Bach zu sprechen. Diesen Sommer
in der Phase der Vorbereitung zu diesem Projekt, wo ich sehr viel üben musste, trotz meiner Tourneen, trotz der Arbeit mit der Camerata, habe ich mich sehr oft allein im Hotelzimmer gefunden und musste die Feststellung machen, dass Bach wahrscheinlich das beste Mittel gegen Einsamkeit ist. Wenn man Bach spielt, ist man nie allein. Man ist immer in einem Gespräch, man ist immer in einem Versuch, Dinge zu verstehen, zu fühlen. Man wird von diesen Zeilen, von diesen Tönen bereichert. Ich habe ihm doch davon erzählt, dass ich diesen Film gemacht habe. Ja? Diesen Geigenspieler, der spielt. Das ist ein Film, der total in der U-Bahn sich abspielt, von einem Geiger, der in der U-Bahn Bach spielt. Aha. Wissen Sie was davon? Nein, weiß ich nichts davon. Es gibt einen französischen Spielfilm, ach so. Wo ich nicht als Schauspieler auftrete, sondern als Musiker. Also ich liefere die ganze Musik zu dem Film und die gesamte Bach-Chaconne. Was auch ganz unerwartet ist in diesem Film und was sehr konsequent durchgeführt worden ist, ist, dass man in einem Spielfilm einem Geiger oder einem Violinstück wie der Chaconne von Bach den Raum und die Zeit gibt, komplett gespielt zu werden. Joue, s'il te plaît. Sich mit einer anderen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen, wo es doch um einen Geiger geht, der kein Konzertgeiger geworden ist oder dem es nicht gelungen ist, all die Hürden zu überwinden, die ich selber im Leben überwinden musste, um meinen Weg in der Musik fortzusetzen. Es ist nur eines dabei wahrscheinlich gemeinsam, dass ich es auch als notwendig und möglich empfinde, zu träumen. Genauso wie der Held dieses Filmes. Musik.
ist keine Flucht, wenn man beginnt, Bach zu spielen. Es ist eine Gegenüberstellung vielleicht, weil heutzutage, wenn man denkt, ging mir auch durch den Kopf dieser Tage, wenn man denkt, es ist so viel Schlimmes in der Welt, die Welt ist am Rande eines Zusammenbruchs, die Reichen wollen mit den Armen kämpfen, die einen verstehen nicht die anderen und wollen gar nicht die anderen verstehen. Es wird überhaupt nicht angestrebt, ein Gespräch, es wird nur angestrebt, wer ist stärker, wer kann dem anderen beweisen, dass sein Glauben der richtige Glauben ist. Sieht es eigentlich eher danach aus, dass wenn man mit Bach nach Lockenhaus geht, dass es eine Flucht ist. Aber es ist keine Flucht. Es ist vielleicht ein Weg, der Weg zu Bach ist ein Versuch, die Werte zu entdecken, die für immer da sind, für jeden da sind. Enttäuschung, 20 Jahre Erfahrung, Freude, Begegnung, Gedanken können nicht einfach verschwinden. Sie kommen in der Musik wieder und wahrscheinlich hat sich auch mein Bach-Verständnis oder mein Bach-Können etwas geändert. Aber nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich doch nicht dermaßen, dass man sagen könnte, es spielt ein ganz anderer Mensch. Ich bin doch der Gidon, derselbe Gidon geblieben, derselbe Gidon Krämer, obwohl mit einer anderen Geige, in einer anderen Kirche, aber mit derselben Musik. Kam ich das Angebot von der Firma Philips, alle Bach-Sonaten aufzunehmen, also die Sonaten und die Partiten, und ich folgte diesem Angebot. Ich habe mir damals zum ersten Mal ein wirklich tolles Instrument leisten können, das war meine erste Stradivari. Ich spielte sie nur einige Monate und die Aufnahme der gesamten Sonaten und Partiten aus dem Jahre 79, 80, die ich in drei Etappen aufgenommen habe, war die erste Aufnahme mit dieser Stradivari. Thank you.
so. Zuerst willkommen, Gidon. В 70-х годов, когда молодой скрипач Гидон Кремер, всем известный уже тогда и знаменитый, предложил мне написать вещь для него. Я была чрезвычайно обрадована этим и стала посещать его концерты, все его концерты, была совершенно фасцинирована многими качествами его игры. Но особенно воодушевил меня тот момент, когда я открыла в его игре, открыла для себя понятие жертвы. Habe gerade meinen Wohnsitz in den Westen verlegt, wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, weil man nicht akzeptiert hat, dass ich mich frei bewegen wollte in der Welt. Weil es vorgeschrieben war, angenommen war, dass ein sowjetischer Künstler nur in der Sowjetunion zu leben hat. Und ich habe sozusagen den Staat herausgefordert und habe mich gerade im Westen gefunden, als mich einige Monate danach eine Partitur von Sophie erreichte, mit der Aufschrift Offertorium, mit dem Titel Offertorium. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Frage gestellt habe, hatte ich schon einige Erfahrungen mit ihrer Musik und war einfach neugierig, was diese Person, die so viel Ausstrahlung hat, für Violine komponieren könnte. И для меня это было чрезвычайно важно и в музыкальном, и в религиозном плане, и в творческом плане. Очень важное открытие, что есть такой художник, который всю свою силу, всю свою силу души он отдает звучанию, отдает музыке. И для меня эта встреча с Гидоном была чрезвычайно важной. И дальше я уже начала думать, как осуществить в конкретном сочинении идею жертвы. Nicht nur das musikalische Opfer von Bach für jeden Musiker viel bedeutet, aber der Begriff Offertorium lag so etwas auch in der Luft, als ob sie sich
Das ist jetzt nahezu anekdotenhaft, als ob sie sich selber etwas aufopfern wollte, mir zugunsten, weil ich damals eine Person non grata war. Offertorium, Opfer, eine musikalische Gabe, ein musikalisches Geschenk war es auf jeden Fall. 115. Ja. Ja. Das ist sehr gut hörbar. Ja. Aber das ist ein bisschen lauter, wenn möglich. Da. Immer. Ja. Gut. Aber nicht mehr Piano. Nein. Nur Hafen. Ja. Gut. Ja. She wrote it so much for him. You can tell his personality is really there. And this fact that he is always searching and that he's not frightened of being ugly as well as beautiful, he's not frightened of either. It has very much him there. Also, the way that he can often very gently oppose everything, if you know what I mean. It's very clear that not only is she looking backwards to Bach, she's looking backwards to the whole history of Russian music, and particularly the whole history of religious music in Russia. And of course, we tend to forget what a type of dissident sign both a love of Bach was and an avowed religiosity. Wir sollten auch tatsächlich nicht vergessen, dass die Wurzeln dessen, was Bach konnte, im Glauben waren. Und wahrscheinlich all das, was er zustande gebracht hat, und nicht nur Instrumentalwerke, sondern auch die großen Werke, die Passionen, nicht nur die Orgelwerke, sondern auch Werke für Saiteninstrumente, nennen wir es so. Alle vom Glauben getragen worden sind. Я думаю, что это не случайно, что такое глубокое отношение к Баху у Дидона, потому что мне кажется, что в истории музыки вообще это центральная фигура, потому что она объединяет самое важное в нашем существовании интеллектуальный потенциал человека и интуитивную мощь стихийного потока. Thank you.
Ein Künstler, um sich seinem Beruf zu widmen, ist ja im Grunde genommen gezwungen, vieles zu opfern. Das habe ich in meinem Leben sehr oft gespürt. Es ist nicht nur das Aufopfern vieler privater Angelegenheiten, es ist auch das Aufopfern einer bestimmten Lebenszeit für die Auseinandersetzung mit seinem Beruf. Es macht aber natürlich auch was aus, wenn man den Beruf als Berufung empfindet und nicht nur als bequeme Beschäftigung. Amsterdam, y'a des marins chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Jacques Brel, den ich immer verehrt habe, wie auch Maria Callas oder Richard Dieskau oder Michelangeli oder Glenn Gould, in ich habe all die wunderbaren Namen in Zusammenhang mit Bach gebracht oder mit Interpretieren, weil ich in all denen vor allem die Persönlichkeit bewundert habe, die persönliche Stimme, die Handschrift jedes Interpreten, genauso wie ich die Handschrift eines Komponisten bewundere. Le geste grave, alors le regard fier, il ramène leur patave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Für mich ist die persönliche Auseinandersetzung mit einem Thema, die persönliche Auseinandersetzung mit Tönen oder Ausführung von großer Bedeutung. Es ist keinesfalls so, dass ich nur überwältigt werde von dem Können eines Komponisten oder Interpreten. Wenn ich die persönliche Stimme höre und die zu mir spricht und mir etwas vermittelt, dann ist es glaubwürdig. Ein praktizierender Musiker sollte sich natürlich mit dem Geist der Musik auseinandersetzen. Ich glaube auch, dass man immer etwas schuldig bleibt einem Komponisten. Und das wird sich auch nicht ändern. Es werden Generationen von Interpreten kommen, gehen. Die Musik von Bach, von Mozart, von Schubert und von einigen unserer Zeitgenossen, wie von Schostakowitsch zum Beispiel, wird aber bleiben. Und es wird immer ein Rätsel sein. Wie soll man es aufhören? Thank you.
Ja, könnten Sie mir zunächst von Ihrer allerersten Begegnung mit dem Universum Johann Sebastian Bach berichten? Schon eine schwierige Frage.